obviously spoiled. Was the soup that bad? It's worse than you can imagine. Ich glaube nicht, dass das ein Notfall ist. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal spielen wir das Spiel 112 Operator. Ich hatte lustigerweise eben schon eigentlich eine komplette Folge fertig aufgenommen und geschnitten. Dann auch noch gerendert. Also ich war circa anderthalb Stunden dran an dem Video. Also mit Aufnahme gut war ich dann fast zwei Stunden an dem Video. Und dann habe ich mir das Video angeschaut, als es fertig gerendert war und habe festgestellt, ich habe das Spiel doch tatsächlich in Schwarz-Weiß aufgenommen. Warum auch immer, hatte ich in OBS da leider etwas klitzekleines falsch eingestellt. Ja, jetzt fange ich einfach lieber nochmal komplett von vorne an. Ich erstelle auch direkt ein neues Spiel. Ja, wie man sieht, ich hatte hier das letzte Spiel in Berlin gestartet. Also ich wohne nicht in Berlin, falls, ja. Auf jeden Fall starten wir jetzt nochmal ein neues Spiel in Berlin. Wir gehen auf Junior. Ja, worum es in dem Spiel geht, erkläre ich gleich. Erstmal müssen wir uns eine Region auswählen. Also das ist realitätsnah gehalten. Wollte ich nur gesagt haben. Wir nehmen einmal die Stadt Mitte und wir haben hier verfügbar 4 Punkte, also insgesamt 6. Und dann sieht man hier Kosten, 2 Karrierepunkte und dann kann man halt hier noch ein bisschen was erweitern, wie man halt Bock drauf hat, zu verteilen. Ich würde mal sagen, das nehmen wir. Eben hatte ich das ein bisschen anders gemacht. Name gebe ich wieder denselben ein wie eben. Voltec, LP, weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst. Regionalspezifikation oder regionalspezifisch. Tornado ist eher unselten. Erdbeben und Schneesturm nehme ich auch weg. Nur Hitzewelle lasse ich da und dann starten wir auch direkt. Ja, das ist okay. Und wir gehen wieder auf normal. Worum es in dem Spiel geht, erkläre ich ganz kurz, weil ich habe in der ersten Folge, die ich aufgenommen habe, gemerkt, wenn ich versuche, während dem Spiel irgendetwas zu sagen, ist es sehr kompliziert, weil man eigentlich durchgehend beschäftigt ist. Ja, in dem Spiel geht es darum, dass ich ein ein Leitstellendisponent bin, der sich um das Verteilen der Einsätze auf die Fahrzeuge kümmert und auch gegebenenfalls hin und wieder mal einen Anruf annimmt. Also natürlich ein Geschauspieler vom Spiel, aber einen Anruf annimmt. So, wir sind jetzt vor unserem Schichtbeginn, sehen hier einmal, wie unsere Fahrzeuge so verteilt sind und sehen hier einmal die Fahrzeuge, die wir momentan alle haben. Wir haben 2 normale Streifenwagen, einen Transporter, einen Krankenwagen, 2 Mannschaftstransportwagen, Rettungsdienst ist weiß und Feuerwehr haben wir 2 Elf und einen Rüstwagen. Und wir starten einfach direkt. Ich meine, dazu erkläre ich wenig. Wir haben unseren ersten Einsatz hier. Das ist illegale Software. Besitz von illegaler Software oder und Daten gemeldet. Ja, man sieht hier, welche Fahrzeuge wo sind. Ich klicke das Fahrzeug ganz normal mit links an und schicke es mit Rechtsklick, wenn ich auf einen Einsatz klicke. Beziehungsweise ich kann es auch halt woanders hinschicken. Dann schicke ich es halt dahin. Ja. Momentan, also das ist der Anfang, der ist noch relativ simpel. So, dann ist hier was, Feueralarm ist hier gemeldet. Wenn ich jetzt, hatte ich auch eben in der letzten Folge versucht zu erklären, wenn ich jetzt hier auf den Einsatz klicke, steht hier momentan noch, was benötigt wird. Wenn das Fahrzeug allerdings jetzt angekommen ist, dann sieht man hier eine schöne Karte. Hier kommt das Fahrzeug an, 4 Leute, davon steigen 2 aus und kümmern sich halt um den Verdächtigen. Denk mal, die füllen einfach ein Formular aus. Ja, auf jeden Fall, das sieht man da extrem schön und fertig. Dasselbe hier, Fahrzeug kommt an, 4 Leute steigen aus und dann Feueralarm, sieht man halt die Prozentzahl und fertig. Finde ich eigentlich echt gut. Ja, dann kann das Fahrzeug meiner Meinung nach wieder zurück. Und hier oben sehen wir die verbleibende Zeit unserer Schicht. Bis jetzt haben wir 2 Anrufe. Echt? So viele haben wir schon gemacht. Hier sehen wir auf jeden Fall die Anrufe, die wir bis jetzt schon erledigt haben. Ja, Gebäude. Ah. Okay.
Ja. Ja, auf jeden Fall, hier sieht man Wind, Temperatur, Regen, alles Mögliche. Also, es ist dafür, dass es nur ein Spiel ist, finde ich es echt relativ realitätsnah. Also gut, ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, gut, mache ich nach dem Anruf. 112, what's your emergency? Ja. How do you know that? I just know. Send the police. Where exactly is the bomb? Next to the teacher's room. You need to evacuate the school. Are you sure about the bomb? Yes, I'm sure. It can go off at any moment. Who planted the bomb? I've heard an older student telling his friends about it. Sir, are you aware that calling 112 unnecessarily is a serious crime? I don't believe you. I think there's no bomb. Am I right? Okay. There's no bomb. I just wanted the class to be canceled. Sorry. Ready for action. Receiving. Going to So, the ich halte mal kurz das Spiel an. Also, wie ihr gerade gemerkt habt, da kam gerade ein Anruf rein. Der ist eigentlich so, wie man ihn im echten Leben auch hat. Bis jetzt hatte ich halt noch keinen schweren Anruf, wo man halt richtig hinterfragen muss. Einzelheiten zu bekommen. Auf jeden Fall, ja, das Wichtigste ist bei einem Anruf, dass man hauptsächlich eigentlich erstmal fragt, wo es ist, denn dann wird es mir direkt schon auf der Karte markiert, schön, und dann kann ich direkt was hinschicken und dann kann ich den Anruf weiterführen. Was auch wichtig ist, dass man halt nicht aufhört, mit dem Typen zu sprechen, weil ansonsten beschwert der Typ natürlich am Telefon. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich vergessen, was ich antworten. Was ich noch sagen wollte, ist, jetzt klicke ich aber auf Weiter. Und zwar, im echten Leben gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Feuerwehr und Polizei. Da ist nicht alles zusammengepackt. Macht man halt einen Unterschied zwischen 110 und 112. 0 ist Polizei, 2 ist Feuerwehr. Beziehungsweise 2 ist natürlich auch Rettungsdienst. Und hier in dem Spiel ist eigentlich soweit alles zusammengefasst in ein Spiel, was mich nicht stört, weil ich gehe mal davon aus, wenn man es einzeln halten würde, also wenn man nur Feuerwehr oder nur Polizei hätte, dass es dann relativ langweilig oder einseitig ist, das Spiel. Deswegen finde ich das auch so gut. Ich meine, das ist eh ein Spiel und nicht real, aber ich finde, bis jetzt ist es echt gut gemacht, vor allem, was ich am geilsten finde. Sie benutzen echte Karten. Also die Straßen, wo sie langfahren, ist halt echt. Also die gibt es im echten Leben, so meine ich das. Und die Standorte, die sie hier haben, sind, meine ich, auch die richtigen. Und was ich genial finde, ist, wenn man ranzoomt, sieht man sogar die Höhe der Gebäude. Das finde ich echt lustig. Ja, jetzt hatte ich ja an die Schule die Polizei geschickt. Die hat, meine ich, das Gebäude auch evakuiert, weil den selben Einsatz hatte ich eh schon mal. Ja, und der Anrufer wird festgenommen. Was ich auch gut finde, was ich richtig finde. So, Raserei, da treiben sie Bußgeld ein und hier machen sie, ist das Ladendiebstahl, okay. Festnehmen und Dokumente. Ja, einer muss jetzt fertig werden, weil dann muss ich, perfekt. Habt euch den. Und der ist jetzt hier auch fertig. Der fährt zur Polizeiwache. Oh, das ist ein Feuerwehreinsatz. Ja, da kommt ein Anruf. 112, what's your emergency? Ach, den Einsatz hatte ich eben auch schon mal. Adresse. Where are you? I Jetzt need the address. fragen wir erstmal nach der Adresse und schicken dann erstmal einen Krankenwagen dorthin, beziehungsweise auch die Polizei. Und What jetzt happened to your fragen wir girlfriend? erstmal, was passiert ist. She's unconscious. It looks like she's taken Wart ihr herself. bitte mal los? Ah, gut, hier. All of them. We had a fight. Jetzt frage ich mal We had a erstmal nach fight? Streit, weil ich Earlier meine. over the phone. Willen ist ein, I came ja. back home and found her like Ich this. hatte den Einsatz heute schon Please, dreimal, help her. aber gut. Sir, you know what kind Jetzt of pill fragen wir she erstmal took? nach den Pillen. Antipsychotics. She's been taking them for a week or two. Is there any container or medicine packaging around? Yes, it says chlorpromazine. She emptied it. Not a single pill left. What's happening to her now? What are the symptoms? She's not
responding. Her skin feels cold. Is she breathing? Does she have a pulse? She's breathing. But her breath is very shallow and fast. I'm not sure. But I think her pulse is weak. Help. You should make her vomit to make sure there are no pills left in her stomach. And wait for the ambulance. Check up on her all the time. The ambulance should be there soon. She's gonna be fine. Okay. Oh my god. Okay. Hurry up. Ja gut, da schreiben wir jetzt erstmal hin RD1 und angenommen, so Polizei, wie wir hier sehen, ist Polizei und Krankenwagen auf dem Weg und ja, hier ist noch ein Ereignis, dann schicken wir da direkt den nächsten Polizeiwagen hin. So, jetzt, wenn sie gleich da sind, können wir uns den Einsatz mal genau angucken. Oh, da kommt was anderes noch. So, jetzt ist der Wagen da und jetzt sehen wir hier Verdächtiger, also der Anrufer und die verletzte Person. Der Krankenwagen ist ja eh auf dem Weg, deswegen den Verdächtigen, ja, den befragen sie wahrscheinlich jetzt erstmal. Und wenn der Krankenwagen jetzt da ist, sieht lustig aus, wenn jetzt gleich ein zweites Fahrzeug hier ankommt. Das ist das zweite, dann gehen die Polizisten wieder zurück und die Mediziner gehen halt, ja, relativ simpel. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel macht echt Spaß. Es ist echt. Also ich weiß nicht, wie das für euch ist, weil also mein Hobby ist natürlich Freiwillige Feuerwehr, beziehungsweise wie mir so schön gesagt wurde, wenn man bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ist das kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Aber gut. Ja. Auf jeden Fall, die kassieren noch Bußgeld. Ich meine, bis der Wagen dort ist, warte ich lieber, bis der fertig ist und schicke den dann da ein. So, perfekt. Und direkt weiterschicken. Ja, auf jeden Fall, mir macht das Spiel extrem Spaß. Aber das werde ich noch bei der Abmoderation sagen. Da kommt direkt noch ein neuer Anruf. 112, what's your emergency? Hello, this is Karen Gaspar. Please send police to the restaurant. Urgent. What's the address of the restaurant? I told you. Oh, stimmt. Okay, how did that happen? They gave me a soup that was obviously spoiled. Was the soup that bad? It's worse than you can imagine. Ich glaube nicht, dass das ein Notfall ist. I understand. I hate bad cooking as well. It's not bad, it's poison. They're feeding people poison. Ma'am, please, talk with the manager. What do you think I just did? They ignored me. I'm sending the police immediately. Okay. Thank you, good man. This place is a crime. Also ich weiß nicht. Also den Anruf hatte ich tatsächlich noch nie. Aber da merkt man halt, was es echt für Anrufer gibt. Es gibt es halt wirklich. Das ist jetzt nicht gelogen, was das Spiel da macht. Das ist halt. Sowas gibt es leider tatsächlich. Wenn ich mir jetzt den Einsatz angucke, wenn das dann. Jetzt kann ich hier hinklicken. Ja, super. Jetzt Verdächtiger. Ich weiß nicht, was das jetzt bringt, aber gut. Ja. Ich meine, guckt euch das an. Befragen. Zeuge, Restaurantbesitzer. Ja. Ich finde das so amüsant. So. Ich meine, jetzt, die haben sie befragt, jetzt sind die beiden noch dran und dann war es das endlich. Ja. Ja gut, das dauert anscheinend noch was. Dann schicke ich den Wagen hin. Ja, auf jeden Fall. Hier war ein Feueralarm. Gut. Was ist hier? Taschendieb. Und hier? Illegale Software. Gut. Und ich brauche unbedingt einen neuen Streifenwagen. Ich meine, das ist schon... Ja. Ich komme gar nicht hinterher mit den Einsätzen. Also hätte ich den jetzt nicht ernst genommen, den Einsatz, dann... Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie...
Vielleicht hätte man auch anders entscheiden sollen und den Anruf ignorieren sollen. Ich meine, wegen schlechter Suppe, aber... Naja, egal. Wie lange haben wir denn noch Schicht? Oh, wir sind über der Zeit. Okay, ich verstehe. Gut, Fall gelöst. Ihr habt den Fall gelöst, dann schicke ich euch dahin. Und... Das ist schon lustig. Der Einsatz dauert so ewig. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was da war. Irgendwo konnte ich das doch. Hier, rufe. Ah, kann ich leider nicht runterscrollen. Ja, auf jeden Fall, die beiden Einsätze haben wir noch. Dann müssten wir insgesamt... Autounfall und illegale Software. Vielleicht haben wir dann insgesamt 35 Anrufe, keine Ahnung. Die zwei werden wir noch bearbeiten und dann ist die Zeit unserer Schicht schon rum. Hätte er benötigt? Wie meint er das? Ja, keine Ahnung. Ach ja, da war eben bei einem Einsatz, weil die Polizei erst eintreffend war. Was ist das denn für eine komische Straßenführung hier? Ach, das ist... Oh. Huch. Das liegt daran, weil jetzt durch den Autounfall wahrscheinlich... Das Rote markiert mir wahrscheinlich den Stau. Das ist ja interessant gemacht. Das ist ja sehr interessant gemacht. Er hat den Fall fertig und hier... Ah, toll, lustiges Bild. Ah, herrlich, herrlich. Ja. Dann sind ja jetzt auch so gut wie fertig. Dann habe ich jetzt... Immer noch nicht? Okay, gut, dann halt nicht. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt Schichtende habe, aber gut. Meine Inge... Also während des Spiels kann ich, glaube ich, keine... Ja, bla bla bla. Dann doch. Anruf. Ja gut, egal. Auf jeden Fall, die Schicht ist jetzt zu Ende. Wir hatten 35 Anrufe, 92% Effizienz. Plus 3 Karrierepunkte. Von den Karrierepunkten können wir halt das Gebiet kaufen. So, jetzt Grundeinkommen. Das ist... Das, was wir durch die Einsätze so gesehen eingenommen haben. Belohnungen haben wir noch keine. Das ist Strafen, bedeutet Bußgelder zum Beispiel. Gehälter. Wir simulieren ja so gesehen eine komplette Leitstelle. Also das, was ich hier gerade mache oder wir, das machen dann natürlich mehrere Mitarbeiter. Fahrzeugwartung. Also insgesamt haben wir 14.680 verdient. Von diesem Geld kann ich später neue Fahrzeuge kaufen. Aber das machen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir gefällt dieses Spiel auf jeden Fall. Hatte ich ja eben erwähnt, dass ich da am Ende nochmal zukomme. Allerdings entscheidet ihr natürlich, ob ich das Spiel weiter aufnehme und hochlade oder ob ich es einfach nur privat spiele, weil ich finde das echt spaßig. Ja. Lasst mir dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten da, damit ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da sind ein paar Sachen verlinkt, wie zum Beispiel mein Discord, mein Instagram-Profil, Facebook-Profil und. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten oder neuen oder alten Video wieder. Und dann macht's gut, genießt den Tag noch und dann haut rein, Leute. Ciao, ciao.